Claudia Schiffer kommt zur Untersuchung zum Arzt. Sagt der Arzt, wenn Sie sich dann einmal bitte frei machen würden. Claudia zieht sich aus und steht schließlich nackt vor dem Arzt. Arzt? So, das war mein Problem. Welches Ihres? Überstanden! Der soeben Operierte liegt wieder in seinem Zimmer und atmet auf. Sagen Sie das nicht zu früh, meint sein Bettnachbar. Mich mussten Sie ein zweites Mal aufschneiden, weil der Professor eine Pinzette in meinem Bauch vergessen hatte. Da steckt die Oberschwester ihren Kopf zur Tür herein und fragt, hat jemand die Brille vom Herrn Professor gesehen? Mutter und Tochter gehen zum Arzt. Sagt der Arzt zur 18-Jährigen, ziehen Sie sich bitte aus. Die Mutter protestiert. Ich bin zur Behandlung hier, nicht meine Tochter. Gut, sagt der Arzt, dann zeigen Sie die Zunge. Der Zahnarzt zum Patienten. Oh, verzeihen Sie, ich habe beim Bohren aus Versehen Ihren Sehnerv getroffen. Ach, das macht doch nichts, entgegnet der Patient. Aber deshalb brauchen Sie nicht gleich das Licht auszumachen. Bei einem Basler Tierarzt läutet das Telefon. Gleich kommt meine Frau mit unserer Katze zu Ihnen. Bitte geben Sie ihr eine Spritze, damit sie friedlich einschläft. Gerne, sagt der Tierarzt. Aber findet Ihre Katze alleine nach Hause? Patient. Warum sollte ich eigentlich die ganze Zeit die Zunge rausstrecken? Sie haben ja gar nicht hingeschaut. Ärztin. Ich wollte Ihnen wohl das Rezept ausschreiben. Fragt die alte, sehr reiche Dame den Schönheitschirurgen. Könnten Sie bei mir auch einige Eingriffe vornehmen? Der Arzt betrachtet sie einige Zeit und meint dann, leider nicht. Enthauptungen sind in unserem Land verboten. Frau kommt vom Arzt. Ihr Mann fragt, na, was hat er gesagt? Sie, ich hätte ein Porzellansyndrom. Er ruft sofort den Arzt an und fragt, was das ist. Der Arzt, ich konnte ihr doch nicht sagen, dass sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Der alte Jagdherr geht nach beendeter Pirsch ins Wirtshaus und trifft dort den Dorfdoktor. Wissen Sie schon, was ich heute erlebt habe? Ruft er dem zu. Genau, ganz genau, winkt der Arzt ab. War schon bei mir in der Behandlung. Die Krankenschwester kommt mit hochrotem Kopf und zerzausten Haaren aus dem Einzelzimmer und nestelt ihre Bluse zu. Fragt der Chefarzt, um Himmels Willen, ist etwas passiert? Die Schwester, wie kann ich das jetzt schon wissen?